Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher, mit Nameless. Schön, dass ihr da seid. Mensch, hat mich das geärgert gestern. Der Rechner ist jetzt rausgeputzt. Wir sind wieder startklar zum Aufnehmen. Das heißt, da kann jetzt auch nichts mehr verrutschen. Ich gucke noch mal eben, ob alles läuft. Ja, läuft. Schlückle Kaffee. Und dann geht's weiter bei uns. Sehr, sehr ärgerlich, weil, wie gesagt, der Jäger ist genau darüber gelaufen. Jetzt haben wir gestern in der Dietrich-Kiste Sehnen gefunden, richtig? Jo, wir haben jetzt ein paar Sehnen, Leute. Lass mich das mal noch kurz wegräumen hier. Die Leber könnte ich uns noch kurz abkochen. Das muss ja nicht sein, dass die da gammelt. Dann würde ich das einmal hier kurz trinken. Einmal ganz kurz vielleicht nach oben gehen. Zu den Beeten. Wir machen jetzt heute eine Standardrunde, denn das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Sonst hätte ich eine Offscreen-Runde noch hingelegt. Ne? Das habe ich schon mal gestern noch durchlaufen lassen, während dieser Schnitt war. Dieser tolle, ominöse Schnitt. Euch geht es aber soweit gut, da brauche ich mich gar nicht wirklich kümmern. Ne? Das heißt, das haben wir die ersten Teile für unsere Auswärtsbase, wenn wir dann mal eine längere Tour machen wollen. Bauen wir uns die auf. Ne? Ich lege das gerade mal so hin. Das kommt dann oben drauf. Das kommt hier und das kommt hier. Fehlt nicht mehr viel. Das würde ich heute auch gerne fertig bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe jetzt den Winterkittel einfach mal verschoben auf den nächsten Winter. Ja? Also wir gehen jetzt ohne Winterkittel. Ich hätte voll Bock auf dieses Teil. Erstens mal macht es plus 1 Wärme. Sind zwar zwei weniger als hier, aber 5% Schutz. Ne? Von diesen vier Dingern, da müssten wir allerdings nochmal Sehnen holen gehen. Ne? Ja, aber das müssten wir so und so. Hier brauchen wir drei Sehnen. Drei Sehnen. Ey, das probier mal. Ich gucke, ob ich genug Baumwolle habe. Weil mit diesem Schutz bleibe ich länger stehen, wenn ich kämpfen gehe. So, eins gönne ich uns gleich. Jawohl, sehr schön. So langsam kommen die Werte zurück. Der Ausdauerwert ist irgendwie unten, ne? Achso, wir sind ja gestorben. Wir sind ja auch gestorben. War da nicht irgendwo auch eine Statistik? Einmal getötet worden sind wir. 34 Großwild haben wir gemacht, 10 Kleinwild, 3 Jäger, 3 Banditen. Ist ja geil. Aber der zählt natürlich nicht, der eine, ne? Gegenstände gefertigt, gebaute Konstruktion, erledigte Reparaturen und Basismitgliedschaft, ja klar. Okay. Okay. Leute, heute gibt es erstmal Eisangeln, würde ich sagen. Und die kleine Tour. Achso, ja, richtig, da wollte ich kurz gucken. Also, wir haben 2 Foundation. Das heißt, wir brauchen insgesamt 2, 4, 6 Teile, um sie außenrum zuzumachen. 1, 2 haben wir hier. Dann hatte ich 3 hier, dann brauchen wir praktisch von den Wänden nur noch eine, richtig? Können wir sie nicht gleich bauen, dann ist das doch schon erledigt. Komm, hier, Holzwand, richtig, mir haben gestern die Dinger gefehlt. Dann ist das erledigt und dann brauchen wir natürlich noch 2 von den Dächern. Das heißt, insgesamt brauche ich 8 Bretter. Dann ist das auch schon erledigt, hier habe ich alles rausgenommen, ja super. Jetzt pass mal auf, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Jetzt ist ja alles zu hier, ne? Jetzt ist ja alles zu hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Geht das jetzt hier auch? Sind jetzt mit Schnee gefüllt. Richtig, jetzt müssen wir das alles abkochen. Komm, ich mach mal ganz kurz hier, wenn ich es schon sehe gerade. So, wir haben jetzt eine Toleranz von minus 1,2 Grad. Jo, und wenn wir uns das andere Dingchen jetzt noch holen hier, den Helm, dann haben wir mehr Schutz. Und dann kommen wir fast auf 2 Grad. Ich meine, hallo? Das ist doch schon mal was. Da ist was in meiner Falle drin, das hätte ich gerne geholt, ohne dass ich den Wolf mache. Ach, es ist ärgerlich gestern jetzt. Aber egal, ich hoffe, ich habe soweit alles soweit drin, dass man nachvollziehen kann, was noch passiert ist. Ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen in der Folge. Wir haben zumindest die Sachen gemeinsam geholt. Die Dietrich-Kiste war noch mit drin, die Wolfsjagd, dann passt es, ne? Und ich achte einfach darauf, dass es nicht nochmal vorkommt. Das ärgert mich sonst zu sehr. So, die würde ich auch noch gleich holen wollen da hinten. Dann haben wir unsere Auswärtsbasis fast fertig. Ich würde jetzt allerdings am Bogen dranbleiben wollen, dass wir den haben, Bogen und Helm. Und danach würde ich den Ofen bauen, den ich mit rübernehmen will. Und im Frühling hauen wir direkt ab, Leute. Frühling hauen wir direkt ab. Und bauen das Ding drüben auf. So, jetzt pass auf, bevor wir Eis angeln, lasse ich mal noch ein bisschen den Tag rumziehen. Es ist nämlich noch zu kalt. Oder wir gehen unten am Meer Eis angeln, das können wir auch machen. Ist vielleicht noch cooler. Das ist vielleicht noch cooler. So, jetzt muss ich erstmal wieder in meinen Rhythmus kommen. Ich mache hier mal mein Holz rüber. Soweit klar. Dann mache ich das. Ne, das will ich nicht hier rüber. Das wollte ich hier rüber machen. Das wollte ich hier rüber machen. Dann koche ich uns mal ganz kurz hier die Geschichte ab.
Dich schlachte ich jetzt einfach mal, mein Freund. So, jetzt pass auf, gehen wir mal Baumwolle pflücken und gleich am besten neue Baumwolle reinsetzen. Habe ich Baumwollseeds? Ein Baumwollseed habe ich. Und was ist das hier für ein einzelner? Zwiebel, ja komm, den können wir auch mal wegmachen langsam. So. Da war nämlich hier... die braucht noch einen Moment. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber ansonsten sieht es aus, als ob wir... Ich überlege gerade, was ich rausnehme. Ich pflück mal die Tomate. Bastel uns den Seed hier rein. Da müssen wir eh abwarten, bis es soweit ist. Und ich würde uns einen Samen ziehen. Und die würde ich essen. So. Jetzt pass mal auf. Baumwolle, die habe ich hier rübergeräumt, glaube ich. Jetzt gucken wir mal einfach. Also ich hätte gerne den Helm, ja. Für den Helm brauche ich 4 von den Dingern. Eins. Es fehlen Federn. Wie selten halt jetzt Federn fehlen. Ja, aber guck mal. Ich kriege das hin, 4 Stück, ne? Die Sachen habe ich schon, die habe ich schon. Wir besorgen jetzt Federn. Dann haben wir 4 davon. Ja, 4. Dann können wir es uns schon bauen. Dann haben wir den Helm, Leute. Das möchte ich gerne machen. Ich mache das Leder rüber, dass ich es nicht verliere. 1, 2, 3. Wir gehen jetzt gleich on Tour. Das brate ich uns nochmal kurz hier raus. Die Seeds mache ich wieder zurück auf ihren Platz. Hat sie schon ausgezwiebelt, ne? Hier ist noch alles so, wie es war. Ja, also. Das läuft doch super. Das ist für einen Bogen, ne? Und da wollte ich auch nochmal kurz sagen, dass ich wirklich einen Plan habe wieder. Dann bin ich wieder drin. Das hat mich so mitgenommen. Die 3 Hammer, das Hammer. Die 15 Waffenteile waren es scheiße. Das habe ich schon wieder vergessen, dass wir die ja auch... Das war die ja auch brauchen. Das heißt, ich lasse es jetzt im Moment einfach mal gemütlich ticken und wir besorgen jetzt Holz, Federn und dann passt doch das heute. Aber wir beginnen mit Eisangeln, Leute. Das ist auf jeden Fall heute das ganz, ganz wichtig für mich. Ich nehme meine Köder mit. So. Ja, super. Dann sind wir besser dran, als ich gedacht habe, weil wir gestern die Dinger gefunden haben. Weil wir gestern das Glück hatten, die Dietrich-Kiste zu finden. Apropos Dietrich-Kiste, aber das wird nicht ganz reichen, gell? Ich muss das leider opfern, diesen Stromvorrat. Ich brauche einen Dietrich. So, gehen wir mal ins Meer. Wir wollen doch auch Eis angeln hier in unserem Ländle. So, wir wissen Bescheid. Hühner stehen heute auf unserem Plan. 80 ist normalerweise. Guck mal, wie das Reh da hinten vorlinst, wie süß. So, hier war ein Wolf und da hinten war, glaube ich, ein Wolf. Ja, aber ist jetzt mit Hände waschen? Kannst du mit Schnee, kannst du nicht die Hände waschen, ne? Aber ich habe ja Wasser. Guck mal, wie das jetzt hier ins Meer übergeht. Fantastisch. So, weil oben bei uns ist noch ziemlich kalt. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir es hier probieren, ne? Das nehme ich natürlich mit. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, gab es da feste Spots, wo ich das machen konnte? Oder konnte ich einfach... Ich konnte einfach irgendwo aufhacken. Ja, aber da möchte ich schon weiter rein. Hier so, hier wäre so meine Idee. Mit Blick in die Richtung. Also, komm. Ich glaube, du musst den Dings nehmen hier, ne? Nee. Und offensichtlich muss man dranbleiben. Ich dachte, das waren feste Spots, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber scheinbar nicht. Schon das, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist halt einfach cool. Ist eine ziemlich coole Mechanik. Eisangeln. So. Und du brauchst jetzt hier nur Angeln drücken erstmal, ne? Das ist doch geil, Leute. Unser Eisangeln. Ach, schön, kann ich meinen Kaffee saufen dabei. Gut. Es sind unheimlich viele Dinge, die ich jetzt gerade auf dem Schirm habe. Anhaken. Einholen. Ich habe auch das Gefühl, beim Eisangeln beißt schon, Alter, guck mal, wie die Schnur durchdreht. Das muss ja ein Riese sein. Fisch an Land ziehen. Immerhin. Immerhin. Bams. Ausgewachsener Lachs. Ich filetiere den guten. Das war ein großer. Und einen machen wir noch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, an diesem kleinen Eisloch, da kommt auch nicht der Vogel und schnappt dir die Sachen weg. Hängt mir gerade ein bisschen der Kaffee im Bad.
Ich liebe das einfach. Hinten steht ein Weißer. Zack, anhaken. Also das habe ich echt im Gefühl jetzt. Das läuft doch besser, oder? Und ab dafür einholen. Normal sollte man gleich alle drei Köder verballern und heute parallel. Was war denn das jetzt nochmal für einer? Ein Forellenbarsch. Filetieren. Nee, es bringt ja nichts. Wenn ich zu viel mache, haben wir halt auch. Das ist nichts. Wir bringen das jetzt zurück. Und dann gehen wir auf Loot-Tour, Leute. Ist es der Hammer? Also, dann schauen wir mal, dass wir an unserem Plan dranbleiben. Die zwei Dächer würde ich gerne noch machen. Jetzt habe ich natürlich im Moment nicht genug Holz, aber ich hau die mal durch. Die zwei Dächer brauchen wir. Dann müssen wir den Ofen irgendwann durchlassen. Der nächste Dietrich muss durch. Und dann müssen wir echt mal sparen langsam. Aber ich mache ja auf jeden Fall auf morgen wieder eine Offscreen-Runde. Und dann sollten wir in der Lage sein, das zu bauen. So. Da war doch gerade eine Kiste, gell? War da nicht vorhin auch ein Wolf? Cool. Bretter dazu bekommen. Die Falle habe ich gesehen, da war nichts drin. Kann aber auch sein, dass keine Köder mehr drin sind. Mich wundert es, dass die noch nicht kaputt gegangen ist, weil die Reparaturen so, ne? Was machen wir mit dir, Digga? Du bist direkt vor meiner Butze. Das ist mittelgeil. Ich muss mal überlegen, wenn ich den nah genug rankommen lasse, müsste das nicht normalerweise reichen dann? Ich muss ihn ja auch nicht unbedingt machen. Ich habe nur Panik, dass ich ihn vergesse und dann hat er mich, ne? Komm, wir probieren das mal. Wenn ich richtig warte, bis er bei mir ist, ne? Ja, du brauchst dann ja gar nichts mehr. Es kostet halt einen Haufen Muni. Oh, da hat es den Bluteffekt jetzt aber nicht schön hingemalt. So, Stingerle. Spawn's nächste Mal einfach weiter oben, dann hast du keine Probleme. Dann haben wir alle keine Probleme. Jetzt können wir mal kurz gucken. Hane. So läuft's, ne? Achso, ich musste das auf dem Eis kannst du, ne? Du musst hier so. Gut. Jetzt will ich das kurz testen. Nicht, dass die Mechanik dann doch vorsieht, dass man Schnee verwenden kann. Guck dir, deswegen kommst du hier nämlich nie weg, weil hier das ganze Zeug immer um dich rumliegt. Ein Geländer habe ich gebaut. Ist einfach faszinierend. So, ich teste das jetzt mal eben. Geht nicht, also du musst es abkochen, ne? Aber ist vollkommen okay. Ist vollkommen okay. So, oder kann ich mir hier mit die Hände waschen? Geht auch nicht. Also musst du es abkochen. Aber ist okay, oder? Komm, wir hauen den Fisch auch noch gleich durch. Zack. Zack. Eine Feder. Richtig, Feder war ja noch im Ziel. Das hier lasse ich jetzt erstmal gut sein, sonst wird es einfach auch zu viel, was ich mir alles merken muss. Hier, guck dir das mal an, wie viel innerhalb kürzester Zeit, ne? Es ist echt eine coole Geschichte im Winter. So, Leute. Also, wir brauchen Federn und zwar insgesamt 8 Stück. Wir haben 2, das heißt, wir brauchen noch 6 Federn. Das lasse ich noch durchlaufen und dann ist gut. Dietrich-technisch sind wir wahrscheinlich noch nicht auf dem. Machen wir, Leute. Ihr wisst, die Dietrich-Kisten, die sind Gold wert. Ja, machen wir. Boah, Alter, das sieht jetzt gut aus. Sieht voll lecker aus hier, guck mal. Genau. So. Wahrscheinlich ist es mit dem Dietrich auch gleich wieder Geschichte. So. Ich habe es ausgemacht, dass wir jetzt mal ansparen können für den Bogen. So. So sieht es aus. Den Dietrich, den haben wir. Hilft alles nichts. Ich hau das mal kurz hier rüber. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und da ich jetzt unterwegs nichts baue, lasse ich das heute auch mal da. Die Angel lasse ich mal für einen Moment da. So, gehen wir jetzt kurz auf Tour. Gut, also Holz, Federn, Dietrich-Kiste, Loot-Kisten.
Winter genießen, Eisangeln waren wir schon. Die Platte hat immer noch genug Kapazität, kann nicht viel verrutschen. Und wir sind schon ziemlich weit, was die Base angeht, an der Höhle. Also ich würde sagen, wir laufen dann hoch, suchen uns einen schönen Spot im Frühling. Das ist jetzt auch bald soweit. Wenn ich so eine Farmrunde mache, sind wir schon im nächsten Jahr drüben. Und dann passt es. Heute versuche ich mal nicht so viel zu jagen. Außer ich sehe ein Hühnchen, ne? Und Würmer würde ich nachholen wollen. Drüben ist ein weißer Wolf, aber der juckt mich jetzt auch nicht so wirklich. Komm, wir laufen mal bis zum Wurmbaum. Also Eisangeln ist eine super, super Mechanik. Und vor allem brauchst du da auch nicht die ewig Geduld, weil ich habe das Gefühl, beim Eisangeln geht es einfach eine Runde schneller. So, ne, das meine ich halt. Jetzt sind wir wieder in derselben Richtung unterwegs wie gestern. Und da wäre es halt einfach cool, wenn wir uns mit der zweiten Base ein Ziel irgendwo aufbauen. Weil, wie gesagt, ich brauche da ein Ziel, sonst bringt es mir nicht so viel. Ist ja jetzt, wenn jetzt irgendwo eine Ruine wäre, sag ich mal, nördlich von uns, paar Kilometer, wo wir speziell was bekommen würden oder so, würde ich das auch machen. Aber da ist eine Kiste, die nehme ich mit. Hier, die Sachen, die sammle ich natürlich ein, wenn ich sie sehe. Im Winter siehst du halt einfach auch ein bisschen geiler. Ich merk's halt daran, wie viel ich hier jetzt habe, ne? Ah, das nehme ich auch mit. Sehr gut. Siehst du, hier friert der Gute wieder, wenn er jetzt seinen Helm hat. Bei diesen Witterungen, im Moment ist aber auch nicht wirklich schlimm das Wetter, bei diesen Witterungen hätten wir keine Probleme hier oben. Hühnchen, Leute. Nee, nicht damit, kann sein, du tötest das Ding. So. Vorne sehe ich ein Erz, das ist mindestens genauso wichtig für mich. Hi. Es geht um den Helm dieses Mal. Noch vier Federn, richtig? Richtig. Vier Federn. Da ist eine Kiste, nehme ich natürlich mit. La na ni na num. Ja, das geht jetzt zügig. Ist ruckzuck März, dann stellen wir unsere Spielschwierigkeit hoch und dann machen wir das mit der Base und dann sind wir auch wirklich ein bisschen unterwegs auf der Map. Dann haben wir das erste Jahr gemütlich daheim alles gesehen, haben gesehen, wie sich unser Land in Schnee taucht. Da stehen überall die Dinger, sehe ich jetzt überall. Den nehme ich noch mit. 83 Leben. Du musst halt dran denken, du bist nicht immun, ne? So. Vorne ist, glaube ich, eine Karotte. Oh, sehr schön. Oh, schön, 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 schön. Das liebe ich ja. Bup. Mixen. Mix dir dein Getränk. So, ich muss nur aufpassen. Nicht damit. Mach lieber die da. Die hat ja dann doch ein bisschen mehr Böhm. So, Kiste, Strauch, Strauch, Strauch. Und wahrscheinlich steht da hinten dann Wolf. Aber ist tatsächlich so, die Bären sind jetzt im Winterschlaf. Ne? Ich habe nicht einen mehr gesehen, seit es kalt wird. Ah, guck dir das an. Nägel. Ja, 2 Grad. Mit dem Helm könnte man jetzt hier ganz locker, unbedacht, unser Zeugs machen. Da wäre nochmal ein Erz und nochmal eine Kiste. Würde ich beides mitnehmen. Und das Hühnchen, das habe ich jetzt verpasst, leider. Habe ich es im Auge? Ich guck mal, ob ich es kriege, Leute. Nicht zu schnell nah hin. Gut. Geil. Wenn wir Glück haben, brauchen wir nur noch eins. Hat's Federn gebracht? 4 Stück. Bam. Bam, bam, bam. Ein Hühnchen noch. Oh, ist es schön, dann so kleine Ziele zu erreichen, Stück für Stück. Ich mag das. So ist cool. Die Kiste, war da nicht noch eine Kiste? Lass mal es bei dem einen Wurm heute. Ich glaube, ich habe auch noch welche in der Kiste daheim. Nee, das Erz war es in erster Linie mal hier, gell? Nehmen wir mit. Brauchen wir ja auch für die Metallbarren zum Beispiel, ne? Ja, ich glaube, da war eine Kiste. Da vorne steht sie doch. Ich muss ein bisschen runter, ne? Wir haben nur noch 73 Leben. Oh, guck mal da hin.
Ene, mene, miste, eine Doppelkiste. Bisschen Munition zurück. Oh, da hinten steht noch einer, aber jetzt müsste doch irgendwann mal Wildtier hier kommen wieder. Nochmal Muni. So, und auf dem Rückweg achten wir drauf, dass wir noch das eine Hühnchen erwischen. Plus Holz. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe schon lange keinen weißen Wolf mehr gesehen. Dietrichkiste haben wir heute noch keine, aber es ist auch nicht so schlimm für mich gerade, weil jedes Mal, wenn ich eine Dietrichkiste finde, möchte ich natürlich den Dietrich wieder nachcraften und ich komme nie dazu, da mal ein bisschen Strom zu speichern, ne? Ja, vielleicht sollten wir heute gar nicht so auf Dietrichkisten gehen. Das wird ja sonst immer übler mit uns. So, ich gehe jetzt mal runter ins Wärmere ein bisschen. Ey, guck dir das an. Im Winter habe ich das. Ich habe jetzt im Moment gerade das Gefühl, ich finde viel mehr wie sonst. So, jetzt fangen wir an mit Holz. Da hinten steht ein Wolf, aber das ist super weit weg. Leute, absolut Träumle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir morgen dann Januar haben. Und ich dann ein bisschen die Offscreen-Farmeinheiten bezüglich Holz nochmal ein bisschen anziehe. Und dann sind wir ruckzuck im März. Und dann geht es wieder gemütlich weiter, weil dann gehen wir nämlich die zweite Butze aufbauen. Lange Loot-Tour. Anderer Teil von der Map. So, wo willst denn du hin? Du willst weiter runter, hast gesagt, gell? Wie viel Holz haben mich jetzt gerade? Oh, 31, da muss ich nochmal ran. Schöne Sachen haben wir gefunden. Mein Highlight heute, Eisangeln. So, ich muss hier ein bisschen genauer gucken, einfach wegen den Wölfen, weil ich sehe die tatsächlich ganz, ganz schlecht. Was fehlt uns für drüben? Der Ofen. Eine Kiste. Ich sag schon mal drüben, oben eigentlich, ne? Eine Kiste fehlt uns für drüben, der Ofen und ich glaube die zwei Dachelemente. So. Die zwei Dachelemente, die haben wir so gut wie. Für den Helm fehlt uns auch nicht mehr allzu viel. Und für unseren Bogen muss ich einmal die Zähne zusammenbeißen und den Strom einfach ansparen. Dann hätten wir schon mal den Bogen, den man aufwerten kann mit Damage, ne? Das wäre schon mal nicht schlecht. Gibt ja dann später auch Premium-Pfeile und Sprengpfeile. Vielleicht konzentrieren wir uns ein ganz kleines bisschen auf die Spielweise dann auch, weißt du? Das würde ich noch mitnehmen da hinten. Das Erzle. Ja, komm, da stehen jetzt Millionen Sträucher rum. Vorher habe ich sie nie gesehen, jetzt sehe ich sie. Lässt du mir die Kiste oder muss ich da mit dir drum kämpfen, Diggerle? Wie weit bist denn du hier dran? Die kriege ich. Das sind zwei Wölfe, der Weiße und der Schwarze hier. Die würde ich beide leben lassen wollen. So. Dann gehen wir da hoch, holen uns das Ding. Schöne Geschichte. Und so entspannend und ruhig. Ach Gott, die Dings wollte ich noch gucken. Wie macht man das jetzt? Ich weiß aber nicht, ob die noch da sind. Der Bandit, der da gestern von dem Wolf getötet wurde, ich nehme mal an, dass der einen Kollege hat weiter oben, ne? Ich habe nur leider nicht mehr in Erinnerung, wo genau das war. Ja, ist nicht so tragisch. Die kommen ja ständig, ne? Im besten Fall. Ist es vielleicht sogar. Allerdings. Ne, ist nicht die Platte. Diesmal ist es die Maus. Ja, mein Equipment ist so alt wie ich, verstehst du? So, lass mich ums Eck linsen. Da hinten läuft eins. Hier ist frei. Gut, jetzt kommen wir. Wenn jetzt noch was liegt, außer Kisten, alles stehen lassen erstmal. Wir müssen ja auch mal gucken, dass wir weiterkommen. Langsam. Du weißt nie, was hier ums Eck steht. Jo. Auf unser Spiel ist halt Verlass. Guck mal. Ach, scheiße. Ah, ne, das ist noch gut. Ich dachte schon, ich habe das jetzt spoilen lassen. Es ist mit dem Eisangeln. Ich glaube, dass ich morgen in der Runde dann, wenn ich Holz besorge, einfach auch nochmal ins Eis reinsteche, weißt du? So, hier müssen wir natürlich auffüllen, dass uns das nicht ausgeht. Das ist schon mal ganz klar. Dann würde ich jetzt erstmal ganz minimal die Sachen wegräumen, ohne großartig zu gucken. Einfach mal weg. Da haben wir die Geschichte, die Geschichte. Dann haben wir die. Dann haben wir den Wormski.
Dann haben wir das. Richtig, ich erinnere mich, wir wollten ja den Helm. Vier von den Lappen brauchen wir. Vier Lappen. Eins, zwei, drei. Drei Lappen sind im Bau. Uns fehlen jetzt noch zwei Federn. Das ist doch super. Das ist doch super. Hier, das koche ich dann später ab. Dann kann ich schon mal Seile machen. Dann ist das hier aufgehoben. Das machen wir eben hier rüber. Das auch. Dann machen wir einmal hier kurz klar Schiff. Die lasse ich dann da. Gut, Leute. Das läuft. Jetzt muss ich hier nochmal kurz rein. Die Seile wieder rüber. Die Sticks rüber. Das bleibt, das bleibt. Jetzt brauchen wir noch ein Hühnchen. Wenn wir Glück haben, ist es in der Falle drin. Komm mal her. Schön, guck mal, das ist noch geiler nachmittags hier. Wenn du nachmittags hier unterwegs bist, die Sonne untergeht, kein Schneegestöber, es ist ein Träumle, oder? Es ist ein Träumchen. Ein Wohlfühltraum. So, jetzt sind wir mal gespannt. Irgendwas ist drin, aber es sieht eher nach Hase aus. Nö. Baby, du bist's. Kann ich mit einer Karotte? Jo, kann ich. Bevor ich sie kaputt gehen lasse. Das essen wir. Das essen wir. Dann sind unsere Werte einmal voll. Die Geschichte. Gehen wir gleich hoch und machen das Ding klar. Mal gucken, ob der unten wieder angelt. Vielleicht muss ich ja gar nicht den finden. Da ist nochmal eine Kiste. Die nehmen wir uns auch noch mit. Ja, jetzt wird es dann eh kalt. Guck mal, genau in dem Moment spawnt hier drei Kisten. Das Spiel, was ist denn los? Gute Zeit gerade, das Spiel. Jo, und es lohnt sich auch noch, der Loot. Ja, den weißen Wolf sehe ich. Ich will ihn nicht unbedingt machen. Nochmal eine Feder zur Sicherheit. Da. Zack. Perfekt. Perfekter Tag. Perfekter Tag. Bisschen wenig Holz habe ich, aber das wird sich morgen erledigen, wenn ich unterwegs bin. Komm, wir lassen es ausklingen. Wir nehmen noch jeden Baum mit bis hoch. Falle ist nachgefüllt. Beim nächsten Mal, wenn ich vorbeikomme, repariere ich das gute Stück. Wir machen uns den letzten Lappen jetzt gleich. Hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell uns aufbauen. Aber das ist dann halt auch immer so. Ich meine, ich kann mir natürlich nicht alles merken. Aber hier und da kommen die Erinnerungen zurück, wie wir damals gespielt haben. Und dann ist man einfach in der zweiten Runde immer auch ein kleines bisschen fixer. Selbst ich. Und trotzdem ist es noch gemütlich. Alter, du bist aber auch nah dran, ne? So. Spiel, heute hast du uns reich beschenkt. War eine coole Geschichte mit dir hier, das alles heute so durchzustehen. So, einmal kurz in die Kiste. Vierter Lappen wird gebaut. Boom. Das heißt, wir bauen uns jetzt tatsächlich schon den Kampfhelm. Schuhe haben wir, eine Hose haben wir, T-Shirt haben wir, Kampfhelm haben wir. Nächstes Jahr holen wir uns das und das. Und die Aufwertungen gehen dann hier weiter. Oh, ich sehe gerade wenig Pfeile. Muss ich auch nochmal ran. Wir bauen uns gemeinsam, die Platte ist nicht vollgelaufen, den Helm. Sehr, sehr geil. Das kann rüber. Das kann rüber. So, jetzt, wo haben mich die leeren Flaschen alle hin? Hier. Dann würde ich sagen, genieße ich eben. Hol nochmal Schnee. Hol nochmal Schnee. Juhe. Wo ist der Wolf hin? So. Ist auch erledigt. Jetzt muss ich auch rein. Jetzt muss ich tatsächlich rein. Jetzt wird es nämlich sonst zu kalt. Meine Lieben, wir ziehen unseren selbstgebauten Helm mal direkt auf. Eigentlich müsste ich sagen, Helm. Was gibt es jetzt praktisch noch? Den Anorak, den ziehst du ja drüber. Von oben nach unten. Anorak, Schutzweste, T-Shirt, Hose, Boots. Wir haben jetzt eine Kältetoleranz 2,2 Grad minus. Schadensabwehr haben wir 15%. Das ist schon mal eine richtig coole Geschichte. Freue mich gerade sehr drüber. So, hier mache ich nochmal Holz rein. Wir kochen unser Wasser ab. Danach mache ich die Geschichte. Dann haben wir Seilebedarf. Beziehungsweise ich wollte eigentlich die zwei Dächer machen. Haben wir jetzt hier sechs. Eins, zwei und vier sind sechs. Zwei Fundamente und zwei Dächer. Was fehlt mir dafür noch? Das hätte ich heute auch noch gerne fertig gemacht. Draußen läuft der Wolf hier rum, ist egal. Acht Bretter fehlen mir noch.
Das reicht für morgen früh. Dann haben wir die zwei Dächer fertig. Das ist ein Wolf, gell? Hi. Stingerle. Ich würde so gerne einen zähmen, der mit mir mitläuft. Gut, meine Lieben, was uns nach wie vor fehlt, und da müssen wir einmal nochmal zur Jägerburg rüber, sind die letzten drei Teile hiervon. Außer wir haben Glück und finden in der Dietrichkiste welche. Ansonsten wäre das schon mal für uns machbar. Punkt. Ja, dann habe ich ja den Kühlschrank zurückgestellt, habe aber auch ein bisschen ein Auge schon auf den Ofen geworfen, der allerdings auch nochmal. Aber da könnten wir uns halt Barfood machen, ja. Das ist alles machbar, das ist nicht so weit weg. Ich würde sogar sagen, wir machen erst den Ofen. Nächsten Sommer oder so, dann die Geschichte. Wie weit bin ich denn von dem Ofen jetzt gerade weg? Ja, ein bisschen fehlt. 0,1 ist dann nicht viel. Das ist das Windrad oben, gell? Und hier bis 100. Ey, vielleicht bereite ich uns den Ofen vor und dann können wir schon ein bisschen Barfood bauen. Gut, dann sind wir für heute durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch kurz dranbleiben. Ich kruschle hier gerade noch kurz die letzten Dinge durch. Baue dann die zwei Dächer. Mach den Auftrag für die zwei Dächer klar. Hier, das sind die tierischen Dinge. Schwüppelchen. Das kann hier hoch. Das ist die Geschichte. Zack. Da ist der Dietrich. Ja, richtig, wir haben ja einen gebaut. Zack. Ich gehe mal morgen mal rüber zu den Jägern. Hier, guck mal. Da waren sie gestern nicht. Das heißt, das könnte man morgen angehen. Wir versuchen es diesmal andersrum. Erst zu denen. Dann gehen wir mal runter gucken. Vielleicht haben wir Glück und die haben Waffenteile, weißt du? Und dann hätten wir tatsächlich bis zum Frühling alles so weit, wie ich es haben wollte. So, letztes Brett. Das ist nett, denn nach dem Brett folgt das Dach. Doppeldach hätte ich gern. Wir könnten natürlich auch so einsetzen. Dann würde es eher aussehen wie ein Container. Nö, ich nehme die da. Zwei Stück. So, ziehst du rein. Ach so, ja, richtig. Habe ich ganz vergessen. Wir wollen ja auch noch den kleinen Ofen bauen für drüben, ne? Den Holzofen. Ja, also ich würde sagen, die zwei Geschichten hier, die bereite ich jetzt irgendwie vor. Zu Beginn der Folge morgen bauen wir eins. Auf dem Rückweg sollte es wieder vollgelaufen sein, bauen wir das zweite. Wir kümmern uns morgen nochmal um die Jäger und Banditen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann dürfte es auch schon fast Frühling sein. Ich freue mich auf euch. Leute, bis dann.